Moin, Fritjo. Moin, Thorsten. Du, wollen wir erst noch einen Schluck trinken gehen, bevor wir hier eine Runde drehen? Ja, gerne. Okay, hammer. Thorsten, jetzt sitzen wir hier zusammen im Radtrikot und normalerweise kennen wir uns ja eher im Anzug. Und wie ist denn das eigentlich? Ist der Radsport sowas wie ein Ausgleich zum beruflichen Alltag für dich? Ja, auf jeden Fall ist das ein Ausgleich. Ich meine, grundsätzlich, sag ich mal, Sport muss man Spaß haben in der Bewegung. Bei mir ist das nun mal der Radsport geworden. Man kann flach fahren, man kann die Berge fahren, man kann ins Gelände fahren, man fährt auf der Straße oder auf der Bahn. Man kann es alleine betreiben, aber auch mit anderen zusammen. Das macht dann halt Spaß. Aber wie kommt denn, sage ich mal, ein Personaldienstleister wie Univativ dazu, ein Radteam zu sponsern? Und was mich auch noch interessieren würde, hast du eine persönliche Beziehung zum Radsport? Ja, also persönliche Beziehung insofern, dass ich schon seit Kindestagen eigentlich absolut sportbegeistert bin. Und die Idee mit dem Sponsoring kam dann, als du mir von dem Radrennteam, was du ja betreibst, erzählt hast, weil es da einfach ganz viele Parallelen gibt zur Wirtschaftswelt. Wenn man sich mal Univativ anschaut, wir sind auch vor knapp 18 Jahren als kleines Team angefangen, nämlich mit unseren drei Geschäftsführern, die die Firma damals gegründet haben. Und die haben es geschafft, mit besonders viel Engagement, Durchhaltevermögen und vor allem natürlich Teamgeist, Univativ zu einem der führenden Personaldienstleister in Deutschland zu machen. Und es ist ja auch so, im Sport zählen die gleichen Werte. Und wenn man jetzt mal schaut, wir arbeiten ja sehr viel mit jungen Mitarbeitern zusammen. Ja. Und die gehen jetzt ihre ersten Karriereschritte. Und da ist es natürlich besonders wichtig, dass man starke Partner hat und als Team die richtige Taktik wählt. Ja, Team ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Das ist ja auch eine Parallele, sag ich mal, zwischen Berufswelt und dem Sport halt. Du bist ja in der Bankenbranche unterwegs. Da denkt man doch eher so an Anzugträger- und Ellenbogenmentalität als an Teamgeist. Oder? Ja, das ist ja auch richtig. Ich muss aber sagen, bei der Nord-LW gibt es ein sehr kollegiales Verhältnis. Da hilft man sich gerne untereinander, da kann man auf andere Leute zugehen, bekommt dann Antworten. Ich habe Leute mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, die vielleicht, sag ich mal, in unterschiedlichen Universitäten oder in unterschiedlichen Ländern studiert haben. Das ist ja genau wie im Radsport auch. Der eine kann besser Berge fahren, der andere besser im Wind fahren. Derjenige, der im Windschatten fährt, kann sich dann nicht ausruhen, aber er wird dann halt mitgezogen. Ähnlich ist es im Beruf ja auch. Das Schlagwort ist dieses Diversity Management, wo man einfach versucht, unterschiedliche Dinge zu koordinieren und jeweils das Beste davon für die Firma nutzbar zu machen. Diversity Management ist ein ganz gutes Stichwort. Das nennen wir bei Univativ Best Skill Mix. Es ist bei uns so, wir achten da schon bei unseren Bewerbern, beim ersten Kennenlernen ganz genau darauf, welche individuellen Stärken jeder mitbringt, wie es aussieht mit seiner Verfügbarkeit. Und wenn wir diese Informationen zusammen haben, dann können wir im Endeffekt ganz gezielt hergehen und die passenden Kandidaten beim Projektstaffing auch wiederum ansprechen. Hast du eigentlich schon mal deine Kollegen mit aufs Fahrrad genommen, so als Teambuilding-Maßnahme? Also ehrlich gesagt trauen die sich nicht mit mir Rad zu fahren, weil halt das Image ist, da ich Rennen fahre, fahre ich sonst auch immer schnell. Aber was wir in der Tat machen, ist sehr regelmäßig diese Team-Events. Wir gehen mal zusammen Kart fahren oder wir gehen mal zusammen in den See laufen. Das Wichtige ist halt, dass man das regelmäßig macht und dass man den Kollegen dann mal außerhalb der Arbeitswelt kennenlernt. Was hältst du davon, wenn wir jetzt nochmal zusammen hier eine Runde um die Alster drehen bei dem guten Wetter? Gerne, das Wetter ist ja super, da hätte ich jetzt richtig Lust zu. Okay, dann gehen wir.